Moin Moin Sportsfreunde, ich heiße euch heute wieder recht herzlich bei mir am Taubenschlag willkommen. Ja ihr Lieben, ich habe heute mal das Video auf Montag verschoben, weil so ein bisschen Rückenprobleme letzte Woche hatte und muss man ja nicht unbedingt ein Video machen. Ja ihr Lieben, die Tauben sitzen immer noch auf den Plastikeiern, die ersten werden jetzt schon langsam runterlaufen, aber noch sitzen sie. Ja. Es wurde gesagt, ich soll mal so ein bisschen meine erfolgreichen Tauben vorstellen, mit denen ich ganz gut geflogen habe. Das ist der 929, auch ein kleiner Bringer, wie ihr seht. Ja, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut. Der 929 fliegt dieses Jahr regionalen 13. gegen, ich glaube, 2000 irgendwas Tauben, kann ich aber nicht genau aus dem Kopf jetzt sagen. Ja, fliegt jetzt 10,6. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Und wie gesagt, auch Spitze dabei. Ist ein ganz schöner Kämpfer. Dann haben wir die 216. Die fliegt dieses Jahr im Regional 6. gegen die gleiche Zahl. Das war der gleiche Flug wie bei dem Vogel. Macht von 11 Einsätzen 5 Preise. Ihr seht, ist ein schönes Weibchen, ne? Ja, du bist eine feine Maus, ne? Ja. Wem haben wir hier noch drinne? Ja, den 202, der war auch nicht schlecht. Also die waren eigentlich alle nicht so schlecht, fand ich jetzt. War ein gutes Reisejahr für mich. Wenn die zweijährig sind, dann erhofft man sich natürlich ein bisschen mehr noch davon. Ja, ihr Lieben. Wie gesagt, erster Preisflug war. Ich gehe gleich nochmal im anderen Schlag, aber wir gehen die jetzt einmal ab, die Abteile. Ich hatte hier 11 Tauben mit. Letztes Mal waren hier noch 12 drin. Eine ist am Haus weggekommen letzte Woche. Es machen Preis die Schecktäuben, der blaue Vogel daneben, der 68, die kleine Holländerin, die ja wiedergekommen ist und die hatte ich dann nach einer Woche wieder mit, erste Vortour, früh gekommen und diese Woche auch früh gekommen. Macht Preis, denn der Scheck macht einen Preis und die Schimmeltäube macht einen Preis. Ja. Insgesamt haben wir 45 Tauben mitgehabt. Und also ich habe 45 Tauben mitgehabt, Michael hatte 26 mit und macht 11 Preise und ich mache von meinen 45 18 Preise und einen des Folgen. Ja, hier seht ihr nochmal die Zuchtweibchen. Aus dem Weibchen kamen die beiden Kinder sehr früh. Aus dem Weibchen kamen die beiden Kinder sehr früh. Aus 157 beide Kinder machen Preis. Außer 79 macht ein Kind Preis. Ja, und außer Belgier-Täuben habe ich ja leider verletzungsbedingt was weggehabt. Einer ist nicht mitgekommen. Da sind nur bei Michi zwei gewesen und die kommen gerade so nach dem Konkurs. Aber die haben ja noch Chancen. Also drei Junge haben wir davon jetzt noch. Ich habe jetzt auch schon eine positive Rückmeldung gekriegt von den Sportsfreunden, wo ich die Jungen hingebracht habe. Die, dass da schon Preise von gefallen sind und dass auch alle da sind. Also ich bin sehr zufrieden. Außer 406 unter anderen aus der Linie liegen die ja ganz gut bei anderen. Ja, dann habe ich heute unser Team 15., 40. und 1400 irgendwas geflogen beim Usedom-Rennen. Also aus der, beim Usedom-Rennen sage ich einfach mal. Das ist eine Tochter aus ihr. Na Digga, komm mal hier. Ja, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut. Komm her. Ja, du Mäuschen, du. Du bist mir eine kleine Maus. Na, ich setze erstmal wieder rein hier mit dir. Genau. So, dann gehen wir nochmal zu den anderen. Wie gesagt, da zeige ich euch dann auch nochmal, wer bei mir so Leistung gebracht hat. Eine wisst ihr natürlich, die 614. Die sitzt da oben. Ne? Du hast auch zur Zeit Eier? Ja, ja, ja. Ja, die fliegt ja unter anderem regionalen zweiten. Quatsch, Entschuldigung, RV gegen 1614 Tauben. Nimm mal Mäuschen, geh mal rein in deine Zelle, ne? Ja, das ist gut. Dann haben wir den 222, das ist die 205, das ist die Schwester. Die waren auch gut, sehr gut bei mir. Die haben beide 5 geflogen. Jährig. Die 642 hat auch 5 Preise geflogen. Nur mal eben, um das so ein bisschen zu machen. Das ist eine Tochter
die 174 aus dem ersten Astvogel Bundesrepublik Deutschland 2016 von Hans Lekscher. Da machen beide Kinder von Preis diese Woche. Die habe ich ja dann wieder, die reiße ich nicht, die habe ich aber, damit sie angepaart ist und damit sie hier sitzt und im Freiflug ist und nicht veraltet, sage ich mal, hier drinnen gelassen. Ja, jetzt gucke ich mal die 222, komm mal her, mein Digga. Komm mal her. Das ist ein ziemlich wuchtiger, großer Vogel, wie man schon sehen kann. Ich kann jetzt leider nicht den Flügel irgendwie zeigen, weil ich bin alleine gerade hier und ja, ihr seht ja schon. Ja, wie gesagt, das ist die Schwester dazu. Und das ist auch ein Halbgeschwistertier, väterlicherseits von den 40. Konkurs Usedom heute. Ne, ist ein schönes Weibchen. Ich glaube, da gebt ihr mir recht. Ja. Ja, das sind so die 11. jährigen Meisterschaft gegen 54 Züchter in der RV und 12. gegen 75 Züchter im Regionalverband, die 12. jährigen Meisterschaft geflogen haben. Ist nicht schlecht, finde ich. Ich bin zufrieden. Und das ist eigentlich auch das Wichtigste. Ja, dann gehen wir nochmal zu den Jungtauben. Dazu muss ich nochmal sagen, wir hatten ja, wie gesagt, den ersten Preisflug mit den 18 Preisen bei 52 Züchtern. Und normalerweise finde ich es immer ganz gut. Ich bin sehr zufrieden, muss ich sagen. Aber ich finde es normalerweise immer sehr gut, wenn man sagt, man fängt irgendwie mit dem 15. oder 20. in der RV an, von der Meisterschaft her. Und dann kämpft man sich so Flug für Flug hoch. Ist ja dieses Jahr leider nicht so. Ich bin gleich auf Platz 3 jetzt in der RV und der Schlag drüben, mein Kumpel, der ist auf Platz 5 gegen die über 50 Züchter. Und das ist natürlich bei Südwind, im südlichsten gelegensten Schlag, ist das natürlich schon, finde ich, eine ganz gute Sache fürs erste Mal. Ja, das ist eine Tochter aus der blauen Tollen, was ich eben gesagt habe. Und 348, das ist die Schwester zu dem, der in Usedom jetzt den 40. fliegt, die fliegt jetzt, glaube ich, den 38. gegen 2200 Tauben am Wochenende, ne, Mäuschen? Und der 324, der ist ein bisschen nervös. Seit ihn der Geier gehabt hat, ist er sehr, sehr nervös. Aber kommt trotzdem, also das ist nicht das Problem. So, wo ist der 324? Auch auf seiner Zelle wahrscheinlich, ne, mein Digga? Hast du ein Weibchen dahinter? Die machen beide Preise. 324, der kommt aus meinem Bronzefahlenvogel. Der war Erster und fliegt den 29. Konkurs. Ja, und das ist auch gut so. Das beide sind Schwestern, also das gehämmerte Weibchen und die Bronzefahle hier. Ist quasi eine Cousine zu ihm. Die machen alle drei Preis hier, die ihr seht. Die Fahle macht auch Preis, der daneben auch. Das ist der aus der Belgere Täubin, der ist mir nicht fit genug. Also muss man mal sehen, wie er sich zum Wochenende hin macht. Ja, ihr Lieben, das war's schon wieder von mir. Ich wünsche euch eine schöne Jungtiersaison, gut Flug, bleibt gesund, seid nett zueinander. Ja, und alles Gute. Bis dann. Ciao, ciao.